Hallo und willkommen zurück bei WWE 2K18, der Mein Karrieremodus von IEM Korgen. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir befinden uns bei dem monatlichen Pay-Per-View bei Battleground, würde ich fast mal sagen. Und Samoa Joe ist immer noch der Universal Champion. Wie unsere Aufgabe ist es jetzt mit Todd Mullin zu sprechen. Battleground. Okay, Toddy Boy, dann sag uns mal, was jetzt hier Sache ist. Hey, stopp, du Cogno Ghoul. Das Publikum ist heute voll aus dem Häuschen. Biet ihnen auf jeden Fall eine gute Show. Jo. Hä? Okay, Match Whiteboard. Also das, die letzten Episoden rege ich mich immer mehr darüber auf. Es wurde ja nichts aufgebaut. Ich meine, außer wir gegen Samoa Joe eigentlich, ne? Und jetzt müssen wir hier bei Battleground gerade angekommen. So, gegen wen kämpfe ich denn heute überhaupt, ne? Also, nichts. Na gut, wir haben ja auch keine großen Kämpfe irgendwie oder Fäden gegen, außer gegen Samoa Joe. Reingetan. Okay, jetzt sehe ich gerade Ghoul versus Bobby Root. Ja, das könnte ein sehr interessanter Kampf werden. Ich würde sagen, ich scrolle aber mal durch, ob wir nicht auch noch was anderes Interessantes hier finden. Ja, es stehen wieder einige Titel auf dem Spiel. Ja, ausgerechnet da ist jetzt ein Triple Threat Match, wo ich eigentlich nur sehr, sehr ungerne eingreifen würde. Wäre aber auch ein interessantes Match, ne? Bray Wyatt, Samoa Joe und Randy Orton. Ja, Randy Orton. Ja. Ja, oder auch das hier. Ja, die interessante Frage wäre jetzt, sollen wir eventuell uns noch mehr aufbürden, als es eh schon der Fall ist? Sollen wir gegen Samoa Joe eventuell nochmal eine Aktion? Obwohl, könnten wir gar nicht, ne? Ich sehe gerade, wir könnten hier gar nicht eingreifen. Das ist ja doof. Aber hier könnten wir eingreifen. Außerdem hier, ich weiß gar nicht im Moment, wer überhaupt der Titelträger ist in diesem, oder von den beiden, ob Brock Lesnar gegen The Miz. Das alleine wäre eine interessante Sache. Ja, wobei, da würde ja The Miz sowieso, von der Story her zumindest, also von der WWE unterlegen und Brock Lesnar ihn unterkommt. Ich glaube, der hat, naja, egal. Ja, es ist eine schwierige Sache. Wir sind bei einem Pay-Per-View. Wir sind bei einem schönen Pay-Per-View. PPV, Pay-Per-View gegen Bobby Root. Gegen Samoa Joe können wir nicht. Wisst ihr was? Was soll's, ne? Wir wollen nach dem Match angreifen. Und zwar kloppen wir uns mit AJ Styles. Einfach mal so. Mal gucken, was überhaupt bei diesem Pay-Per-View sonst noch passiert. Ich wundere mich gerade ein bisschen, weil eigentlich suche ich hier verzweifelt die Option, dass wir sagen, okay, reiß den Koffer doch einfach mal raus, ne, halt ihn in die Luft und klopp ihn Samoa Joe um die Ohren. Oder wer auch immer da gewinnt bei diesem Triple Threat Match. Also das wäre ja auch eine interessante Sache. Okay, Battleground. Ja, eins der eher durchschnittlichen Pay-Per-Views. Ja, ich bin sowieso irgendwie der Meinung, es gibt zu viele Pay-Per-Views. Ne, so wie das hier oder Fastlane. Das sind so Sachen, ich weiß nicht. In meinem Fall ist es nicht. So, hier werden wir einfach mal ganz gepflegt die Szene überspringen. Wobei, wir haben ein Pay-Per-View. Das bedeutet, die Entrances. Auf jeden Fall auch von mir, von Bobby Root und so weiter, werde ich definitiv jetzt mal drin lassen. Wir haben Singles Action. Coming up next, we have a real fan favorite against an imposing adversary. Oh, I cannot wait.
his way to the ring from Germany, weighing in at 320 pounds, the Horseman. Ladies and gentlemen, it's now time for one-on-one action. And Michael, it sounds to me like this crowd already picked the one who they want to win this match. I'd like to point out just how focused these guys look here tonight. They really do, Michael, which makes me think we're in for one heck of a match here tonight. Somebody we should all aspire to be like. And I'd add that he certainly has his work cut out for him here tonight. Would you agree, Byron? Yeah, this isn't going to be easy for him, that's for sure. But he knew that when he signed up for this match. Ja, Mr. Glorious Bobby Roode gegen den Glorious Ghoul. Plack. Ja, und bevor ich eigentlich gerade nicht unterbrochen wurde, aber bevor es dann da losging, wollte ich eigentlich ja noch weiterhin erzählen, von wegen zu viele Pay-Per-Views und oder zu viele, meiner Meinung nach, unwichtige Pay-Per-Views. Und jetzt muss ich versuchen, nicht nur Bobby Roode zu kloppen, sondern ich habe dieses Gelaber von den Kommentatoren hier richtig laut am Ohrhörer. Ich schneide das ja für meine Videos. Ja, ich schneide es nicht raus, aber ich mache es ein bisschen leiser, damit nicht ganz so dominant ist. So, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, zu viele unwichtige Pay-Per-Views und jetzt in den letzten, ich labere jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Wochen hat sich so ein bisschen rausgetan, dass die WWE SmackDown an Vox verkauft hat. Im Oktober 2019 soll es losgehen. Wow,
mit so einem richtig schönen Deal über $1 Milliarde über 5 Jahre verteilt, was gar nicht mal so heftig ist. Obwohl, ja, doch, 1 Milliarde ist ziemlich heftig. Hätte ich zumindest auch gerne. Auf jeden Fall bedeutet das so ein bisschen, dass sich SmackDown in den nächsten, also ab dem nächsten Jahr, dramatisch umändern wird. Nicht nur, was die Shake-Ups der Superstars angeht, sondern auch inhaltlich. Den wenigsten ist ja eigentlich bekannt, oder den wenigsten, ja, die nehmen das so bewusst wahr, sind ja diese Shows, Raw und SmackDown, die sind ja im Grunde da, um immer so ein bisschen auf die Pay-Per-Views vorzubereiten. Ne? Also da werden Fäden geschmiedet, unterschiedliche, ne, da finden Kämpfe statt und lauter so ein Zeug. Und das soll dann immer so ein bisschen so seinen Höhepunkt nehmen bei den Pay-Per-Views. So, die Pay-Per-Views laufen ja auf dem WWE Network, also... Ne, also man kann die anderen Sachen sieht man im Fernsehen und dann, ja, ne, ihr wisst, was gemeint ist. So, und das wird sich wohl grundlegend ändern, wenn SmackDown bei Vox landet, weil einfach, ja, $1 Milliarde, das ist unglaublich viel Kapital, nicht nur um tolle Wrestler eventuell da reinzustellen oder auch neue da reinzustellen, sondern auch um neue Sachen zu machen. Und ja, vielleicht kommen ja auch die Pyrotechnik in den House-Shows, also Raw und SmackDown wieder. Man weiß es ja nicht. Also es hat auf jeden Fall Auswirkungen, aber erst ab Oktober 2019. Zumindest, was die Gerüchteküche gerade so ein bisschen sagt. Was? Ja, ich habe durch mein Gequatsche nicht aufgepasst. Oh nein! Ach, wenn ich doch nur live spielen würde, dann... Ach, ich kann es noch nicht. Ich muss den Loose das auszählen. Ach, schade. Ja, ich habe nicht drauf geachtet. Während ich am Quatschen war, habe ich nicht gemerkt, dass der Kerl da am Zählen war. Vor- und Nachteile. Der Ghoul hat verloren. Durch. Up next is the long-awaited championship match. We have Finn nicht aufpassen. Okay. AJ Styles. Don't miss it. Dann greifen wir jetzt noch ein, weil wir sind ja wütend. Ne? Finn Bella gegen AJ Styles. No Holds Barred. Okay. Stand das auch schon am Anfang? Ich wende, dann habe ich es nicht bemerkt. Okay, schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Ja, AJ scheint gewonnen zu haben. Okay. Und da kommen wir auch. Pass auf, der haut uns jetzt einer um. Ja, Butt-Kicking. Here he goes. Wir kicken nicht in den Butt, sondern wir kicken auf den Schädel. Und zwar soll er sich den Boden mal ganz, ganz genau angucken. He's looking at it. Und da kommt dann auch schon der Legend Killer. Ja, er ist zwar immer noch Champion, aber... Boah, diese Körperhaltung, aber ich das sehe. Ja, aber auch immer noch unserer anfänglichen Entscheidung so ein bisschen geschuldet, dass wir ja der arrogante... Was war das nochmal? So ein Show-Off, irgendwie so ein Angeber-Typ wären. Was man sich meiner Meinung nach leider, oder ich habe es noch nicht gesehen, sage ich mal lieber so rum, nicht ändern lässt. Und was mich noch am meisten stört jetzt, ich glaube auch nicht, dass das was damit zu tun hat, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Das weiß die Tatsache, warum komme ich nicht einfach mit dem Koffer und klopp hier Samoa Joe um? Also nicht mal die Option oder die Frage, hey, willst du hier eventuell oder da eventuell? Nun gut, aber... Auch wenn das jetzt bereits der monatliche Pay-Per-View gewesen ist, das soll uns erstmal egal sein. Ja, okay, gegen Bobby Roode habe ich verloren. Schade, schade. Ich bin aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt knallhart, wäre ich hingegangen und hätte gesagt, hey, ich wiederhole diesen Kampf. Ja, da schüttelst du zurecht mit dem Kopf. Aber ey, ich war unvorsichtig, ja. Ach, Junge. Ja gut, aber es tut mir... zwischen nicht mehr ganz so weh, wenn man dann auch mal verliert. Und erst recht nicht, wenn es durch mein Gequassel ist.
Ja, schön. Was ich natürlich auch nicht weiß, denn es ist hier ja nicht wirklich ersichtlich, ob dieses Verlieren jetzt auch irgendwelche Auswirkungen eigentlich hat. Wobei, wir haben ja keinen Rang, wir haben den Koffer. Ich bin verwirrt. Okay, hol erstmal das Auto und dann schauen wir mal, was in der nächsten Raw-Episode. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr befinden wir uns eigentlich. Wir müssen mittlerweile auch schon irgendwie 2020 oder so. Ja, weit in der Zukunft. WWE 2K18. To the game. Und ich überlege gerade, ob mir mehr gefallen würde. Ne, 2K hat ja die Rechte an WWE-Spielen. Wäre das vielleicht mit EA Sports besser? Man weiß es nicht. Ich meine, zumindest das Veröffentlichungsverhalten wollen die hier ja nachmachen, damit sie jedes Jahr verkaufen. Und naja, man kauft das ja auch. Okay, wir sind August 2019, in der ersten Woche. Ah, und gut, da ist auch schon Triple H. Hey, offenbar gibt es Grund zum Gratulieren. Nicht mir. Hey, es ist noch so früh am Morgen für schlechte Laune. Aber im Ernst, Glückwunsch zum Sieg bei Money in the Bank. Du hast wirklich hart darum gekämpft. Aber du Lappen hast mich doch rausgeschmissen. Ich glaube, das war auch die vermisste Episode 10 auf meinem Kanal. Die Defekte. Sie haben mir echt auch Feuer unterm Hintern gemacht. Ist absolut nicht zutreffend. Ich weiß, ihr Kompliment zu schätzen. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz so arrogant, ne? Wie? Ich meine, wir haben schon seiner Frau. Es sind ihr quasi von hinten rumgekommen. Achtung, Wortspiel. Okay, danke, Triple H. Ich muss sagen, dass ihr Kompliment wirklich zu schätzen weiß. Ja, hast du dir redlich verdient. Echt guter Sieg. Ich habe gerade verloren. Naja, nett verdient. Danke. Oder kam dieses Event jetzt einfach nur irgendwie in die Quere gegen Bobby The Root, der eigentlich gar keinen Grund, also wir hatten ja gar keinen Grund eigentlich gegen den anzutreten. Also ich finde, das müsste hier ein bisschen intensiver sein, dass auch Leute auf uns eingehen, oder es wurde ja jetzt noch nicht mal darüber gequatscht, dass wir AJ Styles angegriffen haben. Ja, der sagt jetzt auch wieder, hey, guck mal da drüben auf die Tafel, da habe ich deinen Namen gesehen. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Okay, Mann, können wir uns auf etwas ganz Einfaches einigen, bevor wir anfangen? dass der Weltfrieden unser hehres Ziel ist, aber aufgrund des aktuellen egoistischen und kaltherzigen Klimas unerreichbar? Zu wortlastig. Okay, das war lustig. Dass veganer Schinken die Ausgebot der wahren Grausamkeit der Menschen. Das unterschreibe ich. Das Thema ist mir eindeutig zu heikel. Nein, Tiger, ich möchte einfach nur mögliche Konflikte vermeiden, also achten wir darauf, dass wir immer an einem Strang ziehen. Kann ich dir helfen? Einigen wir uns darauf, dass du mich ein wenig in deinen verrückten Kopf lässt, damit ich optional nachvollziehen kann, was du so machst. Ich hole mir den Intercontinental-Titel. Hast du ein Mikro für mich da? Was? Wie kommt der jetzt da drauf? Ohne Spaß, Leute, wie kommt der da drauf? Also wir haben eine Dreckspromos. das habe ich mir für diesen Part hier eigentlich nicht hätte ich mir nie ausgewählt. Vor allem der Intercontinental. Ich meine, ist jetzt nicht verkehrt, ja, aber wir haben AJ Styles angegriffen. Warum haben wir überhaupt die Option, wenn das Spiel dann sowieso macht, was es will? Ja. Die Hassliebe, ne? Da ist sie wieder, ne? Geht rauf, unter, der Pegel geht rauf und wieder runter. Und immer, wenn man gerade denkt, oh, guck mal, da haben sie ja nicht vollkommen eine Scheiße gebaut von 2K. Ach nee, Moment. Ne? Ihr merkt schon auch hier, ich werde ja immer ungeduldiger, ne? Alles wegdrücken nur noch. Okay, aber je nach Promo oder je nachdem, was da jetzt überhaupt dann auch passiert, würde ich sagen, schauen wir einfach mal auch, wie lang dieser Part wird. Ich würde den nur ungern so enden lassen, jetzt mit so einer Promo. Aber gucken wir erstmal. Schauen wir erstmal rein, was jetzt als nächstes kommt.
Ich hasse Promos. Nur für den Fall, dass ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Ich hasse Promos abgrundtief. Anders, ich hasse die Promo-Spielmechanik hier in diesem Spiel. So. Oder auch, dass man diese Bewegung zum Beispiel überhaupt nicht anpassen kann. Ne? Immer wie so ein... Ja, Musik setzt jetzt auch langsam mal ein. Ne, immer wie so ein Lappen. Mein Gott. Verträge ich mich auf. Okay, Leute, schauen wir mal, worum es jetzt überhaupt geht. Ich soll mir den Intercontinental-Titel holen. Intercontinental oder US-Champion sind kein Koffer wert. Ja, das war jetzt eigentlich nichts gedrückt. Ne? Oh, versaut. Not making any friends, but not really concerned about it either. So, das ist was, was ich auch so nicht sagen würde. Hey, Kofferverschwendung, das spielt die anderen Titel total runter. Ich habe die WWE da auch so hart durchgehen lassen. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Punkte gibt. Es sind auch wirklich meiner Meinung nach schlechte Optionen, die ich hier wählen kann. Wisst ihr was? Ich drücke einfach mal wieder die R2-Taste. Taunt. Auch dreimal nutzbar. Okay, hier konnte ich jetzt wenigstens nicht drauf fahren, aber trotzdem, hat die es gebracht? Okay, das hat wahrscheinlich einfach nur die zwei Möglichkeiten, wo es gar keine Punkte gibt oder so, rausgenommen, ne? Moment, da muss ich aber mal gucken. Ich drücke nochmal drauf. Zweimal noch zwei. Oder hat er einfach nur zwei Dinger weg? Ich meine, das war ja jetzt auch wieder nichts, ne? Not exactly reinventing the wheel, but hey, it'll work. Hat ein super Spieltalent, also das war... Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich in den Müll investiert habe. Obwohl ich ja sowieso keine, also selten Promos mache. Ja, egal. Ich habe mir die dämlichen Texte jetzt noch nicht mal durchgelesen. Nehmen wir es einfach so hin. Das Spiel scheint irgendwie darauf hinaus zu wollen, dass wir auch um den Intercontinental Champion Titel irgendwie buhlen. Nehmen wir mal so hin. Obwohl wir eigentlich auf den WWE-Titel aus waren und eigentlich den Koffer haben, um gegen den Universal. Ja, okay. Ich sag euch noch, wir gewinnen als erstes wahrscheinlich das Tag-Team-Ding dann mit Jericho oder so. So aus Zufall, weil es einfach gerade irgendwie so passiert oder so. Ach ja. Ja, es tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, aber dieser Hype, der jetzt um diese ganze Samoa Joe Money in the Bank Geschichte, die Kämpfe und so, also alles, was jetzt so aufgekommen ist, ist schon wieder weg. Ja, also ist jetzt schon wieder, Also auf jeden Fall eine Ansage, ich hoffe, du weißt, was du da tust. Ja, ich habe ja jetzt nicht komplett versagt, ne? Naja. Ja, dann schmeiß mir doch mal so ein Stück Fleisch mit einem Gürtel drumherum vor, damit ich das niedermetzeln kann. Ich habe ja hier gar nicht die Möglichkeit, irgendwie mal so einen Kampf runterzureißen. Und auch wieder, ich kann nicht einfach loslaufen und einfach sagen, hier, mitten in so einer Raw-Show, erst ziehe ich Samoa Boy den Koffer über, dann wechsle ich den Vertrag da drin ein. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das reicht mir an der Stelle einfach noch nicht. Also wir gucken jetzt auch, was als nächstes passiert, was als nächstes auf dem Plan steht. Nee, ich will auf jeden Fall noch irgendwas sehen. Das war's irgendwie nicht. Ich sehe das jetzt noch ein bisschen als Zeitverschwendung. Okay, aber wenigstens, und das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen nach der eigentlichen Attacke gegen AJ Styles, warum wir danach dann auch nicht jetzt so René mussten, um mal zu rechtfertigen, ey, warum hast du den gehauen oder so? Ja, wahrscheinlich, weil wir uns gerade
in dieser Storyline hier befinden und uns Samoa Joe noch nicht mal als, wie wir das hier, als Rivale angezeigt wird. Aber okay, August 2019, noch immer, und zwar die zweite Woche. Wir rennen einfach mal zu Todd. Und diese Rennanimation, wie das aussieht, ne? Wie so ein rennender Pudding mit Zebrastreifen. Oh ja. Schon merkwürdig irgendwie. Ja, komm. Sag, wir sollen aufs Board gucken. Dann kämpfen wir gegen... Weiß nicht. Enzo Amore oder so. Nein. Was soll das? Ja, ohne Spaß. Also das bisschen Freude, was jetzt in den letzten paar Spielstunden eigentlich aufgekommen ist, ne? Ja. Danke, dass ihr mir das absichtlich wieder wegnehmt. Also nicht ihr, sondern 2K18. Was soll ich sagen? Da fällt mir nicht mehr so ein. Ich will ja nicht die ganze Zeit rummaulen. Aber dieses Spiel macht es mir im Moment wirklich wieder mal nicht so leicht, etwas Positives zu sagen. Ich rede jetzt nicht vom Gameplay oder so. Also die Kämpfe selber, ey, die sind dir, das macht Spaß. Man hat doch schon eine gewisse Abwechslung. Natürlich maule ich da auch nur rum, ist schon vollkommen klar, aber das macht wenigstens noch ein bisschen Freude. Aber diese ganze Story-Kiste. Ich habe so immer mehr den Eindruck, dass wirklich ein Original-Story-Schreiber von der WWE, die haben ja auch nichts drauf, ne, dass einer davon engagiert wohl, noch besser, wahrscheinlich ein 30-köpfiges Team. Hey, lass uns doch mal den Karrieremodus, lass uns mal eine richtig packende, fassende, actiongeladene, emotionale Story schreiben. Ne? Also, nach 3 Jahren kriegst du auf die Fresse und gewinnst dann den Koffer und wirst Champion. Ja, so machen wir das, ne? Da so machen wir das. Wunderbar. Okay, Moment, aber scheinbar, es ließ sich ja immer so, ne, als wenn ich mir jetzt absuchen müsste, was ich mit dem Koffer mache. Ja, Triple Threat Match. Okay, erziele 100 Punkte. Okay, ich werde jetzt einfach mal... Was will er jetzt? Ja, wieder jemand, der zur Gesamtstoryline jetzt überhaupt rein gar nichts beizutragen hat. Auch gegen die Leute, gegen die ich jetzt so ein bisschen gewettert habe, ne? Aber okay. Ganzen D-Promis nenne ich so. Ja, wobei, das ist ja nicht denen ihre Schuld, ne? Das sind die Gimmicks, das ist die WWE. Verwurstungsmaschine oder Vernichtungsmaschine. Die Vernichtungsmaschine WWE. Na komm, was hast du jetzt wieder zu kacken? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich habe irgendwo drauf gedrückt und ja. Ich sollte nicht zu voreilig sein. Komm, ich versuch's nochmal. Ich versuch's jetzt mal mit R2. Mach mal das hier. Ja, ich habe die Mechanik noch nicht so ganz verstanden, aber Brawl, haben wir ja gelernt, ist schlecht, ne? So, jetzt wenigstens ein bisschen lasse ich für euch da. Damit ihr dann auf Pause drücken könnt, wenn euch die Dialoge da in irgendeiner Form interessieren. Mich interessieren sie jetzt tatsächlich nicht. So, ich drücke wieder hier drauf. Poking the bear. Ich glaube, jetzt habe ich aber das Prinzip verstanden. Also er filtert mir dann irgendwas raus, auf jeden Fall. Und ich könnte draufhauen.
Hier eine erziele 100 bei dieser Promo. Ich hoffe, das schaffe ich, wenn ich jetzt nochmal. Also den Taunt muss man aber auch erstmal auswählen. Also hier, okay, Taunt. Dann haben wir nur noch das hier. Dann nehmen wir den hier. Ich glaube, die 100 haben wir erreicht. So, und jetzt hauen wir ihn auch noch. Ja, ich glaube, die Promo haben wir ja eigentlich gewonnen. So. Naja, und selbst wenn nicht, hier ist es ja eigentlich egal. Ich glaube nicht, dass wir das dann wiederholen müssten. Zack, zack. Ja, hier, komm du Lappen, du Elendiger. Jackson never got into the ring, and this one is over before it could begin. If you ask me, the officials need to be a little more lenient with the rules when it comes to big matches like this. Hau ab, geh mir aus der Sonne, du. Oder gilt Brawl dann als abgebrochen? Oder das wäre dann ja auch fies, da ich ja die Option habe zu brawlen, oder? Ne, ich bin jetzt mal gespannt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Na komm, aber wenn jetzt irgendein Funke kommt, irgendetwas, was irgendwie auch nur ansatzweise spannend aussieht, könnte ich mich dazu entschließen, eine Folgenüberlänge zu machen. Indem wir noch irgendwo einen Kampf runterreißen. Ah, er schüttelt schon wieder den Kopf. Wow, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Mir kannst du vertrauen. Ich bin hier schon so lange, dass ich weiß, wie man an die Leute rankommt. Verstehe ich nicht. Heißt das, wir haben die Punkte jetzt gekriegt, beziehungsweise das Ziel erfüllt oder nicht? Man weiß es nicht so genau, ne? Ach ja. Ja, okay, aber... ja. Ein Promo-Brawl. Hallo, ihr ganzen Leute. Süß. Ja, okay. Wisst ihr was? Ein sehr, sehr, sehr unzufriedenstellender Part war das hier. Ja, aber da man nicht weiß, ob es dann auch so weitergeht, würde ich sagen, okay, an der Stelle... ne, lassen wir es sein. Ne? Wollen wir unser Glück nicht weiter strapazieren, weil ich habe das Gefühl, wenn ich weitermache, gucken wir gleich die nächste Promo und es geht dann einfach so oder so nicht weiter. Okay, Leute, für diesen Part soll es das gewesen sein. Es tut mir leid, ich habe da nur wenig Entscheidungsfreiheit gehabt. Ja, trotzdem, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben, wenn nicht für das Spiel, dann mein Gameplay. Oder andersrum, wenn nicht für mein Gameplay, dann für das Spiel. Ja, Kommentare, Daumen nach oben, alles, was man machen kann. Eventuell auch ein Abonnement, solltet ihr das noch nicht getan haben, um immer über die neuesten Videos von IM Korgen auf dem Laufenden gehalten zu werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Episode wieder reinschaut von WWE 2K18, der Main-Karrieremodus von IM Korgen. Ich bin Korgen. Bis dann.